So, meine lieben Zuschauer, ich grüße Sie ganz herzlich zum jetzigen JFD Live Trading TV am Nachmittag des Donnerstags, 13.08.17.10. Wir wollen uns die US-Märkte bzw. hierbei speziell den Leitwolf, den S&P 500, genauer anschauen, der ja gestern hier, ja, wie soll man sagen, eine sehr, sehr turbulente Fahrt erlebte. Zunächst hier steil bergab rauschend, wir sehen es hier im Chartintervall, dann kam es nicht zu einer kleinen Erholung mit dem dann noch zu erwartenden Test hier im Bereich 2048, 2050, 2045, zumindest hier diese Zone eben. Dieser Test blieb aus, vielmehr folgte eben hier eine relativ rasante Erholung zunächst. Die stoppte aber hier nicht am Widerstandslevel von 2067, sondern es gab hier ein Mega-Reversal, also hier wirklich in V-Manier. Also Sie sehen, man kann hier im Prinzip das V abtragen. Solche V-Reversals auch genannt sind wirklich ja, sehr, sehr starke, sehr, sehr steile Umkehrbewegungen, die ja kaum einzufangen sind letztlich, weil die Reaktion, die Gegenreaktion so dermaßen schnell ist, dass man da in Anführungszeichen kaum hinterherkommt. Was sehen wir aber hier jetzt im Stundenchart aufgrund der letzten Erholungen? Sehen wir diese Trendlinie, und die mache ich jetzt direkt mal ein Stück dicker. Denn diese Trendlinie wurde gestern beziehungsweise heute hier im indikativen Handel wieder touchiert und wieder bestätigt. Zudem kommen die US-Amerikaner nach dem gestrigen Erholungsimpuls heute nicht weiter in Fahrt, und das erlaubt rein technisch gesehen weitere Tiefs. Insofern bereinigen wir das Bild mal ein Stück weit. Wir haben hier bei 2085 die Zone, wo wir gerade hängen, und genau dort rechne ich vom aktuellen Level ausgehend entweder um 2085 oder vom aktuellen Niveau wieder mit fallenden Preisen in Richtung 2067. Was ich mir nicht vorstellen kann, aber man soll ja niemals nie sagen, wäre ja nochmal ein Move in Richtung Abwärtstrendlinie, sollte aber hier unterhalb von 2100 Punkten schon zum Stehen kommen und dürfte dann in der Folge rein technisch weitere Tiefs einleiten. Also ich glaube nicht, dass die US-Indizes mit dem gestrigen V-Reversal schon fertig sind. Für mich sieht das eher so aus, als würde es hier in Bälde nochmalige Tiefs geben. Weitere Tiefs, gerade der S&P, das schauen wir uns jetzt auch in Tagesbasis nochmal an, dürfte eben hier noch weitere Niveaus nach unten austesten wollen. Vorsichtig bullisch wäre ganz klar, wenn wir wieder über 2100 ansteigen, und dann würde die Schaukelbörse, die wir nun schon seit Wochen, Monaten erleben, hier in die nächste Runde übergehen, und das wäre natürlich dann ja, mehr oder weniger unschön, weil dann immer noch keine klare Entscheidung gefallen wäre. Hier sehen wir nochmal den Tageschart mit dieser möglichen Impulswelle, die sich gestern ja im Prinzip doch schon fortsetzte. Das müssen wir jetzt mal anpassen. Bis eben hierhin. Dann sehr, sehr starkes Reversal. Es wird alles sehr viel schneller. Aber das wäre hier dann im Prinzip das zu präferierende Szenario, was ich auch nach wie vor jetzt hier unterhalb von 2085 nach wie vor eben präferiere. Und insofern auch hier der blaue Tendenzpfeil Richtung 2067, um dann im Nachgang auch weitere Tiefs möglicherweise noch zu initiieren. Wir machen mal hier den letzten Punkt weg und stellen das Bild wie folgt dar. Auch hier wird deutlich, dass oberhalb von 2100 Punkten, speziell 2105, dann hier im Prinzip wieder der Weg nach oben offen wäre. Doch wie gesagt, die Bullen scheiterten ein jedes Mal wieder ordentlich hier nach oben anzuziehen. Deswegen bleibe ich hier zunächst weiter eher in dem bärischen Sentiment. Die Saisonalität wurde schon jedes Mal angesprochen. Das deckt sich sozusagen mit dem Thema hier ab. Und ich meine, es dürfte jetzt hier eigentlich keine neuen Bewegungshochs geben. Ja, die Woche ist bald rum. Eine gewisse Tendenz von Abwärtsmomentum haben wir, denn hier im Juli Local Low gemacht, dann Hochpunkt, was hier am Allzeithoch kurz vorm Allzeithoch scheiterte. Dann wieder ein Tiefpunkt, der allerdings nicht unter dem Tief lag hier von Anfang Juli. Dann aber tieferes Zwischenhoch. Aber im Prinzip, wenn man es jetzt ganz richtig macht, hier auf das Level ziehen. Und dann gab es jetzt eben unlängst hier diesen Abverkauf, der allerdings hier unter das Tief vom 27. Juli führte. Und per se ist es jetzt eben hier so, dass wenn wir nicht nachhaltig über das Hoch vom 27. Juli ansteigen, hier eben per se in so einem gewissen Abwärtsmomentumimpuls bleiben, der dann hier letztlich einen weiteren Abwärtsmove begünstigen dürfte. Da wollen wir hier nochmal einen Punkt hinzufügen, da ist er. Und insofern wäre das hier das Szenario,
der Szenarien im Prinzip für den S&P 500. Warten wir mal ab, was passiert. Das große Bild hatten wir unlängst auch als Big Picture Schriftanalyse, beziehungsweise hier eben auch in dieser Form zu sehen. Es sieht meines Erachtens tatsächlich so aus, auch wenn wir jetzt mit der gestrigen Erholung und der heutigen Seitwärtsphase hier einen gewissen Doji auf Wochenbasis sehen, dass hier oben mit der negativen Divergenz und der Tatsache, das muss an dieser Stelle auch erwähnt werden, dass immer weniger Aktien hier 52 oder sich in der Nähe an ihrer 52 Wochenhochs befinden. Hier kippt der ganze Großteil nach unten weg. Also die Stabilisierung, die wir hier auf aktuellem Niveau sehen, wird von immer weniger Aktien getragen. Und gerade beim S&P 500 ist das schon ein signifikantes inneres Zeichen einer gewissen Schwäche, die hier bevorstehen könnte. Deswegen Obacht geben, der S&P 500 scheint meines Erachtens hier noch nicht fertig. Und gerade speziell, wir sagten das gestern schon, unterhalb von 2039 liegt hier ein glasklares Verkaufssignal vor, was dann relativ starke Korrekturimpulse nach sich ziehen könnte. Dem würde sich nur eine komplette Wandlung des Bilds unterwerfen, wenn es hier ein neues Allzeithoch gibt und dieses dann auch relativ dynamisch erfolgt. Und da spreche ich nicht von einem kleinen Drüberschauen über das letzte Allzeithoch, sondern eben hier um eine sehr, sehr deutliche Kerze, die dann hier nach oben ausbrechen müsste. Sehe ich aber, wie gesagt, am Horizont derzeit nicht. Und insofern die Risiken weiter auf der Südseite. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es gewesen für den JFD Live Trading Blick heute auf die Märkte. Ich bedanke mich fürs Einschalten, wünsche Ihnen noch einen schönen Restfeierabend. Wenn Sie mögen, seien Sie morgen wieder dabei. Da geht es weiter. Dann auch übrigens das Webinar zum Freitag, morgen kostenfrei für alle, die mögen, 14 Uhr. Wir werden es im Stream nochmal ankündigen. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.